حبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Das ist unsere 12. Sitzung der Erklärung des Buchs Moral und Benehmen. Imam Ibn Hazm sagt, حَدُّ الصَّدَاقَةِ الَّذِي يَدُورُ أَدَمَامِ الشَّوْنِ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْفَضَائِلِ لَيْسَ أَشْبَهَ بِالرَّذَائِلِ مِنَ الْاسْتِكْثَارِ مِنَ الْإِخْوَانِ وَالْأَصْدِقَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَضِيلَةٌ تَامَّةٌ مُرَكَّبَةٌ لِأَنَّهُمْ لا يكتسبون إلا بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعفة وحسن الدفاع وتعليم العلم وبكل حالة محمودة ولسنا نعني الشاكرية والاتباع أيام الحرمة فأولئك لصوص الإخوان وخبث الأصدقاء. Okay. Was sagst du, wie viel? 133. Ja, am Moment. وحد النصيحة هو أن يسوء المرء ما ضر الآخر ساء ذلك الآخر أم سره، وأن يسره ما نفعه سر الآخر أم ساء، فهذا شرط في النصيحة زائد على شروط الصداقة وأقصى غايات الصداقة التي لا مزيد عليها. من شاركك بنفسه وماله لغير علة توجب ذلك وآثرك على من سواك. Okay. Die Definition von Rat. Rat ist An-Nasiha. Rat ist An-Nasiha. Definition von Rat ist, dass derjenige, der ihn gibt, unglücklich über das ist, was seinem Freund schadet. Also wir reden jetzt über Definition von As-Sadaqa, Al-Nasiha. Die Definition von Rat ist, dass derjenige, der ihn gibt, unglücklich über das ist, was seinem Freund schadet. Gleichgültig, ob jener sich darüber freut oder nicht, und dass er sich über das freut, was gut für ihn ist. Gleichgültig, ob sein Freund sich darüber freut oder nicht. Dies ist der zusätzliche Aspekt bei einem Berater, der über bloße Freundschaft hinausgibt. Also er redet hier über An-Nasiha. An-Nasiha stammt von An-Nusih. An-Nusih ist die Reinheit. Also bedeutet, du willst nur Al-Khair für derjenige, den ihm den Rat gibst. Nasiha. Der Prophet sagt, die Religion ist An-Nasiha.
Die Definition von Rat ist, dass derjenige, der ihn gibt, unglücklich über das ist, was seinem Freund schadet. Also das ist ein Zweig der Freundschaft. Die Basis ist Freundschaft, dann kommt An-Nasiha. An-Nasiha ist ein Teil der Freundschaft, ein Bestandteil der Freundschaft. Also gleichzeitig, ob jener sich darüber freut oder nicht. Und dass er sich über das freut, was gut für ihn ist, gleichgültig, ob sein Freund sich darüber freut oder nicht. Also Nasiha, das bedeutet, du gibst ihm Nasiha, egal ob dein Freund das ihm gefällt oder nicht. Das ist die Wahrheit von Nasiha. Nasiha ist manchmal bitter. Deshalb muss man ihm Nasiha geben, egal ob das ein Freund passt oder nicht. Nasiha ist nicht jetzt, dass du lobst. Das ist nicht kein Lob. Das bedeutet, du willst korrigieren. Nasiha bezieht sich auf Korrektur. Das höchste Ziel der Freundschaft وأقصى غايات الصداقة التي لا مزيد عليها من شاركك بنفسه وماله لغير علة توجب ذلك وآثرك على من سواك ولولا أني شاهدت مظفرا ومباركا صاحبي بلنسيا لقدرت أن هذا الخلق معدوم في زماننا. غير تأتي بدي هوكستن شتوفن der Freundschaft. Er sagt, das höchste Ziel der Freundschaft, es gibt kein höheres als dies. Es ist alles zu teilen, die eigene Person und den Besitz, ohne irgendwelche Einschränkungen und den Freund jedem anderen Wesen vorzuziehen. Also bedeutet, er gibt alles, Seele, Geld, alles, ohne Einschränkung. Und den Freund, Salam, jedem anderen Wesen vorzuziehen. Wen ich nicht, Muzaffar und Mubarak, das sind zwei Personen. Die beiden Herrscher von Valencia, die lebten beide in Valencia, zwei Freunde. Muzaffar und Mubarak. Die beiden Herrscher von Valencia kennengelernt hätte ich geglaubt, dass solche Empfindungen in unseren Zeiten verschwunden sind. Doch ich habe nie zwei Männer gesehen, die eine so tiefe Freundschaft verband, trotz aller Ereignisse, welche andere Männer voneinander getrennt hätten. Also er hat ein Beispiel gesehen von den beiden Herrschern von Valencia, Muzaffar und Mubarak. Die haben diese Bedeutung realisiert. Er sagt, لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْفَضَائِلِ أَشْبَهَ بر ذائل من الاستكثار من الإخوان والأصدقاء فإن ذلك فضيلة تامة مركبة لأنهم لا يكتسبون إلا بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعفة وحسن الدفاع وتعليم العلم. Keine andere Tugend ist einem Übel so ähnlich wie die Fähigkeit viele Freunde und Bekanntschaften zu haben. Also viele Freunde und Bekanntschaften zu haben, kann gut, kann schlecht sein. Das hängt von der Qualität dieser Freunde. Doch es ist wirklich eine perfekte Tugend, die aus verschiedenen Eigenschaften besteht, da Freundschaft nur durch Toleranz, Großzügigkeit, Helm, also Helm, Toleranz, wenn du nicht tolerant bist, aber Helm ist auch Sanftmut. Durch Toleranz Großzügigkeit. Du musst auch geben, damit Freunde hast. Geduld, Sabr. Wenn du keine Geduld hast, du wirst keine Freunde haben. Loyalität, Zeichen der Zuneigung, gemeinsame Gefühle und Mäßigung geschlossen werden. Es ist wichtig, seine Freunde zu schützen, sie zu lehren, was man weiß und sie durch alle Arten von lobenswerten Handlungen für sie einzunehmen. Er redet über die Gründe, die lassen dir viele Freunde haben. Das sind, er sagt, Toleranz, Großzügigkeit, Karam, Sabr, geduldig, Loyalität, Loyalität, treu, also treu sein,
treu sein. Loyalität zeichnen, der Zuneigung, gemeinsame Gefühle und Mäßigung geschlossen werden. Das sind die Sachen, die lassen die viele Freunde bekommen. Aber die Freundschaft kann auch eine schlechte Sache sein, wenn du die schlechte Freunde hast. Wenn du die schlechte Freunde hast, du bekommst nur das Schlechte. Wenn du gute Freunde hast, du bekommst nur das Gute. Ein Freund kann dir viel Sachen beibringen, kann dir helfen, deine Religion zu praktizieren. Kann dich fragen, hast du gebetet, heute ist Donnerstag, hast du gefastet. Das ist die richtige Freundschaft. Ich habe gesehen, viele Leute in verschiedenen Vierteln bei uns, die sind Freunde, und eine klopft bei anderen vor Al-Fajr, sagt, steh auf zum Fajr. Die motivieren sich, Salat al-Fajr durchzuführen. Das ist die richtige Freundschaft. Okay, jetzt rede ich über das Gegenteil. Hiermit meinen wir nicht Söldner oder jene, die uns in unseren ruhmvollen Zeiten folgen. Also wenn du Geld hast, wenn du Ruhm hast, wenn du Macht hast, folgen dir. Ja? Wenn du Geld hast, alle kennen dich. Die wollen Freund von dir sein. Hiermit meinen wir nicht Söldner. Was ist Söldner auf Deutsch? Das sind die Leute, die ihren Vorteile suchen, oder? Die werden bezahlt für Kriegsunterstand. Ah, okay. Söldner oder jene, die uns in unseren ruhmvollen Zeiten folgen. Sie stehlen die Bezeichnung Freundschaft. Sie hintergehen die Freundschaft. Man hält sie für Freunde. Doch sie sind es nicht. Also die bedeuten, das sind die Freunde der Vorteile. Ist nicht dein Freund. Ist Freund von deinem Geld oder deinem Auto oder allem, was du hast. Ist nicht dein Freund. Ja? Das kann auch in Bezug auf Ehe sein. Ein Mann mit einer Frau oder eine Frau mit einem Mann. Nur, es gibt irgendeine Sache, die hält den beiden zusammen. Nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Die beste Freundschaft ist die Freundschaft für Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht wie was anderes. Für die Dunya, nicht für was anderes. Man hält sie für Freunde, doch sie sind es nicht. Der Beweis hierfür ist, dass sie einen verlassen, wenn einen das Glück verlässt. Ibn Hazm redet über sich selbst. Ibn Hazm redet über sich selbst. Er redet über sich selbst. Ibn Hazm, er war reich, Minister, hat Macht. Aber er hat alles verloren, hat sein Haus verloren, Haus seines Eltern, alles hat er verloren. Deshalb, er redet aus Erfahrung, nicht irgendjemand, der redet abstrakt. Nein, er redet aus Erfahrung, er hat Erfahrung gemacht. Man hält sie für Freunde, doch sie sind es nicht. Der Beweis hierfür ist, dass sie einen verlassen, wenn einen das Glück verlässt. Auch meinen wir nicht jene, die Freundschaften zu einem bestimmten Zweck schließen. Es wird ein Zweck. Trink, Kumpane. Solche, die sich zusammenschließen, um Verbrechen oder Schurkereien zu begehen. Es gibt viele Freunde, die sind im Kneipen, die treffen sich im Kneipen. Oder die treffen sich im Stadion oder treffen sich irgendwo. Die haben irgendein Motiv, einen Zweck. Ja? Aber nicht treffen sich für Allah subhanahu wa ta'ala. Oder die Ehre der Menschen anzugreifen, um ihre ungesunde Neugier zu befriedigen. Oder aus sonst einem sinnlosen Grund. Das bedeutet, Ibn Hazm sagt, diese Leute, die haben eine gemeinsame Sache, eine schlechte gemeinsame Sache. Und die nennen sich Freunde. Die Begehren oder die Ehre der Menschen anzugreifen, um ihre ungesunde Neugier zu befriedigen oder aus sonst einem sinnlosen Grund. Diese sind überhaupt keine Freunde. Ibn Hazm negiert diese Freundschaft. Das ist keine Freundschaft. Der Beweis hierfür ist, dass sie schlecht übereinander sprechen und sich voneinander trennen, sobald die üblen Dinge, die sie zusammengebracht haben, beendet sind. Also wenn diese Sachen beendet sind,
Die Freundschaft ist weg. Wir sprechen hier nur von jenen wahren Freunden, die um Allahs Willen zusammenfinden. Redet über die wahre Freundschaft. Die Freundschaft für Allah. Wie die Freundschaft vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit Abu Bakr. Die Freundschaft von Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit Abu Bakr. Das ist ein wahrer Prophet. Das ist eine wahre Freundschaft. Freundschaft von Umar mit Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Das ist wahre Freundschaft. Der Beweis hierfür ist, dass sie schlecht übereinander sprechen und sich voneinander trennen, sobald die üblen Dinge, die sie zusammengebracht haben, beendet sind. Wir sprechen hier nur von jenen wahren Freunden, die um Allahs Willen zusammenfinden. Entweder um einander dabei zu helfen, einer wahren Tugend zum Triumph zu verhelfen oder um das Vergnügen der einzig wahren Art von Freundschaft zu genießen. Das ist die Freundschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Man hilft sich gegeneinander, um ein großes Ziel für Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen. In den Ilm zu studieren oder viele andere Sachen. Ja. Moment. Ich habe Arabisch verloren, jetzt wo ich bin. Wenn man den Fehler begeht, zu viele Freunde zu haben, sind da die Schwierigkeiten, sie alle zufrieden zu stellen. Freundschaft bedeutet, du bekommst, aber du gibst. Es gibt Verpflichtungen. Du musst was geben. Es bedeutet Fehler. Er nennt das Fehler. Wenn man den Fehler begeht, zu viele Freunde zu haben, sind da die Schwierigkeiten, sie alle zufrieden zu stellen. Die Gefahren des Umgangs mit ihnen, die Pflichten, die aus uns lasten, wenn sie Prüfungen ausgesetzt sind, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Freundschaft heißt nicht nur lachen. Wenn sie in Schwierigkeiten sind, dann musst du helfen. Das ist die Freundschaft. Deshalb gibt es keine Freundschaften jetzt. Ja? Der ehemalige Präsident von Bosnien, Ali Izzet Begovic, der war der Präsident von Bosnien in der Zeit des Kriegs. Er ist ein sehr gebildeter Mann. Er hat ein Buch geschrieben, er hat zwei große Bücher geschrieben. Er hat ein Buch geschrieben, Islam zwischen Osten und Westen, das gibt es auf Deutsch, Englisch. Also er hat sehr schön über Islam geredet. Auf eine Art, die können nicht die Gelehrten schreiben. Die Gelehrten können das Buch nicht schreiben. Weil er 40 Jahre Islam studiert, kann das Buch nicht schreiben. Warum? Weil er hat viel Wissen über die westliche Philosophie. Viel Wissen über die westliche Philosophie. Das Buch. Er hat ein anderes Buch, heißt Blätter aus dem Gefängnis. Auraq und Minestischen. Er war in der kommunistischen Zeit als Tito Jugoslawien regiert hat. Begovic war ein Student, hat viele Aktivitäten gemacht, er war oft im Gefängnis. Er hat diese Blätter geschrieben. Und diese Blätter, wenn diese Wächter finden bei ihm diese Blätter, die bestrafen ihn. Das ist ein Verbrechen, dass du was schreibst im Gefängnis. Aber wenn sie den Koran finden, das ist ein großes Verbrechen. Er hat gesagt, dass die besten Freunde von mir, die mir geholfen im Gefängnis, das sind die Leute, denen wir Verbrecher. Das sind die Verbrecher im Gefängnis. Das sind die Leute, die viel geopfert haben, seine Notizen zu verstecken. Und die waren wirklich, und diese Leute hat gesagt, sie kennen die Rechte der Freundschaft. Die haben ihm geholfen, viele Sachen zu verstecken. Und dann hat er das Buch am Ende geschrieben und raus. Das heißt Blätter aus dem Gefängnis. Also bedeutet, Ibn Hazm sagt, die Pflichten, die auf uns lasten, wenn sie Prüfungen ausgesetzt sind, denen, wenn man sie betrügt oder ins Stich lässt, wird man kritisiert und getadelt werden. Doch wenn man ihnen treu ist, wird man sich selbst in einem Maße schaden. Also das ist schwer. Also wenn du sie lässt, wirst du kritisiert und getadelt.
Doch wenn man ihnen treu ist, wird man sich selbst in einem Maße schaden, dass man sein Leben verlieren kann. Und dies ist die einzig akzeptable Wahl für einen tugendhaften Mann, wenn er ein treuer Freund sein möchte. Also er muss seinen Freunden helfen. In dieser Zeit, wir reden nicht über, in dieser Zeit sowieso, die Familie ist kaputt gegangen. Was reden wir über Freundschaft jetzt? Dein Bruder, der in demselben Milch getrunken hat, findest du nicht. Jeder denkt nur an sich. Wo sind die Freunde, wo ist Familie, wo ist nichts? Nur Geld. Das ist alles, nur Material. Kein Werte, nichts. Wir reden über, Freunde. Wo sind die Freunde? Wo sind die Freunde? Wenn man die Sorgen bedenkt, die wir aufgrund ihrer Unglücke haben oder aufgrund des Unglücks, das uns ihretwegen erteilt, Tod, Trennung, Betrug durch einen von ihnen, so erkennt man, dass die Freude, die diese Freunde uns bringen, überwogen wird durch die schmerzhafte Traurigkeit, die sie verursachen. Also das sind die höchsten Bedeutungen der Freundschaft. Hasan, der verfasst das jetzt. Das ist die schönsten Bedeutungen der Freundschaft. Ist eine schöne Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala auch erschaffen hat. Weil wer hat es gemacht? Allah. Diese Bedeutung, was wir lesen, wer hat das alles gemacht? Allah hat das gemacht. Ja, Allah, deshalb es gibt ein Sprichwort, sagt, Rubba sadiqin lam tiridhu ummuk. Rubba akhin lam tiridhu ummuk. Ein Bruder, den deine Mutter nicht, wie heißt das, gewähren oder ja, ein Freund wie ein Bruder, aber du erkennst sie in schwierigen Zeiten. In schwierigen Zeiten erkennt man die Freunde. Bismillah. Moment. Ich gucke. Unter den Übeln gibt es keines, das eine Tugend so sehr ehrt wie der Wunsch nach Lob. Das ist sehr gefährlich. Ein Wunsch nach Lob. Man macht eine Sache für Allah und er will gelobt werden. Wie niemand in unserer Gegenwart ein Loblied auf uns singt, wären wir tatsächlich dumm, es zu glauben. Wenn wir alles wissen, was die Sunna uns über Schmeichler lehrt, dennoch kann Lob auch sinnvoll sein, um jemanden zu ermuntern. Du kannst jemanden loben, um ihn zu ermuntern. Du sagst, gut, was du gemacht hast. Ja? Mach weiter, das ist gut, was du gemacht hast. Aber du siehst, dass er macht was. Es ist gut, was du gemacht hast, um ihm zu motivieren. Du kannst ihm loben, ihm zu motivieren. Ja, also um jemanden zu ermuntern, weniger schlecht und mehr gut zu tun. Es kann dazu führen, dass der Gelobte sich wünscht, einen ähnlichen Charakter wie der Lobende zu haben. Ja, das ist die gute Seite des Lobs. Ja, das kann man auch im Erziehung der Kinder benutzen. Ein Kind, zum Beispiel ein Teil von dem Koran, du lobst ihn, damit die anderen auch das machen, was er gemacht hat. Daher habe ich das Gefühl, dass manch ein Herrscher der Welt einen jeder Leute getroffen hat, die überall, wo sie hingehen, das Übel verbreiten und von denen gesagt wird, dass sie Böses getan haben, um ihn mit Lob empfangen hat. Ich muss es Arabisch finden, sonst für Hammi, Moment, für die Ejem, in der Mani, an Ikhwan, Moment, Tisar al-Sharri, und dann Anwa al-Nasiha, zum Jesu.
خفيف إدراك سردي وإذا فكرت هم يعرض لهم في انفراغ غضب السرور وليس من رداء شيء أقدم فذا بمحبة المدح لأنه في الوجه سخف ممن يرضى به وقد جاء في الآثار في المداحين ما جاء إلا أنه قد ينتفع في الإقصار عن الشر والتزيد من الخير في أن يرغم مثل ذلك الخلق الممدوح من سبب ولقد صح عندي أن بعض السائسين للدنيا لقي رجل من أهل الأذى للناس وقد قلده بعض أعماله الأعمال الخبيثة فقابله بالثناء وبأنه قد سمع شكره مستفيدا وصب الجميل والرفق منتشر وكان ذلك بإقصار ذلك الفاسق عن كثير من شره. Okay. Moment, ja. Dass manch ein Herrscher der Welt einen jener Leute getroffen hat, die überall, wo sie hingehen, das Übel verbreiten. Und von denen gesagt wird, dass sie Böses getan haben und ihn mit Lob empfangen hat. Er hatte überall Loblieder auf ihn gehört und überall sprachen die Leute nur von seinen guten Taten und seiner Großzügigkeit. Dementsprechend konnte der Kriminelle wohl kaum etwas Falsches tun. Weil Jan eingekesselt mit Lob. Er kann nicht was Falsches tun. Aber das ist eine Kunst. Das sind die Leute früher, jetzt in Heisen sage, das sind Leute von Politik früher. Also jemand, der macht nur das Übel, aber er hat ihm eine Verantwortung gegeben und die haben ihm gelobt. Bedeutet, er sagt, die Leute loben mich, ich muss nur das Gute machen. Ja? In Heisen sagt, diese Art von Lob hilft. Manche Arten von Rat sind schwer von Verleumdung zu unterscheiden. Denn jemand, der einen Mann, einen anderen zu Unrecht oder auf unfaire Weise kritisieren hört und dies vor dem Objekt dieser ungerechten und bösartigen Aussagen verbringt, verhält sich dadurch falsch und ist zu tadeln. Doch wenn er es ihm gerade graus erzählt, بعض أنواع النصيحة يشكل تمييزه من النميمة لأن من سمع إنسانا يذم آخر ظالما له أو يكيده ظالما له فكتم ذلك على وجهه كان ربما قد ولد على الذام والكائد ما لم يبل استحقاقه بعد من الأذى فيكون ظالما له وليس من الحق أن يقتص من الظالم بأكثر من قدر ظلمه والتخلص من هذا الباب صعب إلا على ذوي العقول والرأي العاقل في مثل هذا أن يحفظ المقول فيه من القائل فقد دون أن يبلغه ما قال إلا يقع في الاسترسال إليه فيهلك. Okay. Manche Arten von Rat sind schwer von Verleumdung zu unterscheiden. Also, das ist, er sagt, manche Arten von Rat, die sind wie Verleumdung, schwer zu unterscheiden. Den jemand, der einen Mann einen anderen zu Unrecht oder auf unfaire Weise kritisieren hört und dies vor dem Objekt dieser ungerechten und bösartigen Aussage verbringt, verhält sich dadurch falsch und ist zu tadeln. Doch wenn er es ihm gerade heraus erzählt, verursacht er dem gehässigen Kritiker dadurch womöglich mehr Kritik, als dieser wirklich verdient. Dies wäre ihm gegenüber ungerecht. Denn es ist nicht fair, Übeltäter über das Maß ihrer ungerechten Taten hinaus zu bestrafen. Also wenn jemand jetzt Unrecht gemacht hat, wo jemand redet darüber, kann sein, dass dieser Mensch überschreitet dieser Maß. Er redet über sein Unrecht, aber kann sein, dass er überschreitet dieser Maß. Wenn er dieser Maß überschreitet, er sagt, das ist zum Tadeln. Für jeden außer einem Intelligenten ist es schwierig, mit so einer Situation umzugehen. Deshalb, wenn jemand kommt und erzählt über jemanden, hat Unrecht gemacht, besser hören nicht auf, was er sagt. Außer wenn du ihm helfst und richtig die Sachen untersuchst. Ja? والرأي العاقل في مثل هذا أن يحفظ المقولة فيه من القائل فقد دون أن يبلغه ما قال لئلا يقع في السلسال إليه فيهلك وأما في الكيد فالواجب أن يحفظه من الوجه الذي يكاد منه بألطف ما يقدر من الكتمان على الكائد وأبلغ ما يقدر في تحفيظ المكيد ولا يزد على هذا شيئا وأما النميمة فهي التبليغ لما سمع مما لا ضرر فيه على المبلغ إليه وبالله التوفيق.
In einer solchen Situation wählt der Intelligente die Lösung, das Opfer vor dem Verleumder zu schützen. Das Opfer von dem Verleumder zu schützen und nichts weiter. Er erzählt ihm nicht, was Letzterer gesagt hat. Dies dient dazu, zu verhindern, dass er zu dem Verleumder geht und noch größere Probleme bekommt. Was durch triebene Listen angeht, so sollte man das Opfer schützen, aber mehr auch nicht. Also wir hören jetzt auf, nächstes Mal, also sagt mir Bescheid. 138. Subhanakallah wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa iyyak.